Hogsmeade. Nice. Da sind auch kleine... Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal kleine Warzenschweine drauf. Guten Tag, guten Tag. So, wie ist die Performance hier so? Eigentlich ganz in Ordnung, oder? Und? Wo sollen wir anfangen? Ich bin mir noch nicht sicher. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Oh Gott. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Okay, die Frames gehen gerade kurz doch ziemlich hart runter. Also da unten sind ständig irgendwelche Texte. Das sind die ganzen Leute, die drumherum labern. Das kann ich jetzt aber alles schlecht vorlesen. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Sehr schön, okay. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte. Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Karte öffnen. Ah, noch eine neue Karte. Okay. Das ist hilfreich. Also hier sind wir, da sind wir reingekommen und dann haben wir die ganzen Wege. Und recht viele Sachen auf jeden Fall. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden, bla 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 und Interessenspunkte, Sternchen. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und A drückst. Drücke B, um die Karte von Hogsmeade zu verlassen. Ja, da wir eh überall hingehen wollen, fange ich einfach mal am Anfang an. Würde ich sagen. Aber ich finde es sehr gut, dass die mich alleine lässt und jetzt nicht mit mir von Laden zu Laden spaziert, sondern mich ein bisschen das hier mal selbst erkunden lässt. Das ist die erste Open-World-Erfahrung, die wir haben. Und ich würde hier direkt am Anfang mal hier anfangen. Tomes and Scrolls. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar FPS-Drops dann doch gehabt. Also ich dachte erst so, läuft ganz gut und dann kam der große Lag. Aber jetzt gerade läuft es wieder ganz gut. Ich glaube, das ist ähnlich wie in Hogwarts halt auch. Es gibt so stellenweise, wo er recht viel laden muss. Ein neuer Geist, genau. Also jetzt habe ich schon wieder ganz irgendwas mit Tomes, also irgendwelche Schriftrollen und sowas haben wir hier. Bin gespannt, was haben wir hier? Einen richtig dicken Wälzer. Okay, war ich das? Indem ich damit interagiert habe, habe ich einfach mal eine Treppe erschaffen. Das sieht interessant aus. Hatte die dann zum Dämmen genutzt oder war das schon vorher so? Oder wie ist das jetzt hier schon angekommen? Waren da durch? Ja, hier kommen wir wieder raus. Da sehe ich aber nichts davon, dass da Bücher sind. Aber interessant. So, wir haben hier eine Lady, ein paar bewegte Bilder, eine Katze, hallo. Wir reden erstmal mit ihm, denke ich mal, und dann gehen wir nach oben. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Schauen wir uns das mal an. Ich frage mich gerade, wie...
was soll seine Synchronsprecherrolle hier ist. Überleg gerade, wen er sonst noch synchronisiert. Die Stimme ist so bekannt. Aber was ist das denn jetzt? Sind das einfach 48 Galleonen? Gibt es überhaupt keine andere Währung? Ich bin mir nicht sicher. Würde mehr Sinn machen, wenn das wirklich Sickel oder sowas wären, weil das sonst ziemlich... Das wären wir richtig Witch-Bitches, aber das ist halt so ein goldenes Ding. Schon sagen, dass es Galleonen sind. Oder die Währung gibt es hier noch gar nicht. Keine Ahnung, seit wann es halt Galleonen, Sickel und Knuts gibt. Zauberanweisung. Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit einem kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Zu beschwören. Also man beschwört sich den einfach irgendwo, wo man ist. Ich habe nämlich kurz über nachgedacht, gibt es jetzt hier irgendwie so eine Art Housing? Wenn ja, wo denn bitte? Weil ich habe ja nur einen Gemeinschaftsraum. Ich teile mir mein Zimmer ja mit anderen Leuten. Und Zauberanweisung, kleine Tränkestation. Schalte die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, für alle deine Brauwünsche zu erfüllen. Ich lese falsch. By the way, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, aber momentan kommt jede Folge, also nur alle zwei Tage eine Folge. Ausrüstung. Kann ich das alles kaufen? Beiger Schal. Gott, das hört sich komisch an. Beiger Schal aus Naturwolle. So eine Mütze brauche ich nicht, aber den Schal und die Handschuhe finde ich ganz cool, muss ich sagen. Aber ja, wir können es nicht so viel kaufen. Also die Sachen können wir jetzt kaufen, denke ich. Die kosten ja nichts. Ist ja für die Aufgabe für... Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, ganz ruhig, ne? Machen wir ja schon. Das muss ja Weasley bezahlen. Aber den beigen Schal, den können wir uns gerne mal kaufen. Wir haben es verkauft. Verkaufswert, das ist verkaufen. Ups. Wir hatten einen Schal schon. Dann verkaufe ich das noch, das behalte ich. Und bei der Brille bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die könnten wir eigentlich auch verkaufen. Weil wir schon eine Brille aufhaben. Dann machen wir jetzt richtig fett Money. Und bei dem Schal müssen wir dann mal gucken, wann wir den dann ausrüsten können. Also bei dem Schal, nicht bei den Handschuhen. Die müssten wir ja schon ausrüsten können eigentlich. Warte mal kurz. Ausrüstung. Handbekleidung. Handschuhe. Perfekt. Also Handschuhe haben wir an. Halsbekleidung habe ich leider gerade verkauft. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo neue kaufen können. In irgendeinem anderen Laden. Das wäre natürlich super. Aber ich habe das Gefühl, meine Stimme verlässt mich gleich schon wieder. Die Erkältung zieht sich leider doch ein bisschen länger hin, als ich gern hätte. So was ich sagen wollte. Momentan kommt jeden zweiten Tag nur die Folge. Das wird sich ändern, sobald es mir besser geht. Warum streift der Umhang? Cool. Dann werde ich wahrscheinlich das Spiel etwas mehr spielen können. Und darauf habe ich auch wohl Lust. Also ich habe schon richtig Bock auf das Game. Okay, wir haben den schwarzen und einfach nur, weil der neu ist. Und der scheint auch besser zu sein. Offensive 0 und hier haben wir Offensive 3. Verteidigung, keine Verbesserung angewandt. Ja, ist aber egal. Wir nehmen den auf jeden Fall. Ups. Einfach, weil der besser ist. Und weil es neu ist. Und neu wollen wir auf jeden Fall anhaben. Das sieht irgendwie ziemlich gemütlich aus. Also, ich kriege da so ein bisschen bei so Baumwollstoff immer leicht das Kratzen. Da denke ich mal so, Alter, irgendwie, wenn das im Nacken so ein bisschen rumfleucht, dann kriege ich immer sofort so ein Jucken im Nacken. Bei so einem Stoff. Aber sieht irgendwie trotzdem ziemlich warm und gemütlich aus. Und vor allem im Nacken sehe ich da eher so ein richtig schön warmes Fell. Deswegen passt das auch schon. Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach nur kurze Pause machen, damit meine Stimme sich wieder ein bisschen erholen kann. Die hört sich leider immer noch ein bisschen nasal an, aber für euch geht es sofort gleich weiter. Und da bin ich wieder. Eine kurze Erholung. Ich habe da noch was gesehen. Okay, Moment. Erstmal wieder reinkommen. Den kriegen wir doch. Herausforderung freigeschaltet. Sammlerhandbuchseite in Hogsmeade. Mist, eins von irgendwas stand da gerade. Habe ich leider nicht gesehen. Da kommen wir nicht rein. Da können wir aber irgendwann mal rein. Das finde ich immer sehr schön. Dann lass uns hier mal rein. Beziehungsweise, warte mal, was steht denn da vorne dran? Hier sind irgendwelche Essel, ja, Cauldrons. Carrot Wands. Carrot Wands Cauldrons.
Also die verkauft hier uns ein paar Zauberkessel anscheinend. Ui, das ist cool. Guten Tag, guten Tag. Hier haben wir eine Schatztruhe. Robuster Umhang. Nice, neuer Umhang. Haben wir gerade erst einen bekommen. Hier kriegen wir direkt noch einen. Aber hier kann ich nichts kaufen anscheinend. Das ist hier einfach nur so ein kleiner Shop. Für Leute. Aber nicht für mich. Ist auch in Ordnung. Ich kann keinen Kessel kaufen. Beziehungsweise ich glaube, ich habe auch gerade erst einen gekauft. Ne? Das sah irgendwie merkwürdig aus gerade. Kann ich denn... Evelio, genau. Oh, das ist tatsächlich eine Handbuchseite. Caradrins gefährliche Kessel, Handbuchseiten. Dieser wackelige Stapel Kessel vor Caradrins Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Wer hätte es gedacht? Der sieht übrigens sehr gefährlich aus. Macht irgendwie die grüne Farbe wahrscheinlich. Guten Tag. Ich bin der Herr Faraday. So, hier können wir auch natürlich nicht rein. So, was haben wir denn hier? Hawkshead und Zonkus. Zonkus Zauberartikelladen oder sowas gab es doch, ne? Was steht da oben? Kann das nicht lesen? Irgendwas, wo wir eh nicht rein können. Okay. So, hier haben wir... Oh, Ollivanders. Hier müssen wir rein für den Zauberstab. Dürfen wir da rein? Wow, krass. Sieht so... Weiß ich nicht. Das würde ich in einem normalen Spiel würde ich sagen, das ist eine Tür. Da kannst du nicht reingehen. Das sieht man doch. Und zack, man kann hier reingehen. Krass. Okay. Sieht ähnlich staubig aus wie bei Ollivander. Ja, und zugestellt wie bei Ollivander in der Winkelgasse. So wie wir es zumindest aus Harry Potter kennen. Sehr cool. Eine Truhe. 46. Ich nenne es jetzt einfach Galeon. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Buch. Zauberstab fertigstellen.
Wird es jetzt selbst bauen oder wie? Holzart Rotholz, Kerntyp Drachenherzfaser, Flexibilität steif und Zauberstablänge 14 Zoll. 14 Zoll ist schon recht lang, oder? Irre ich mich da oder ist das genau der Durchschnitt? Ich glaube, die gehen irgendwie von 6 bis 20 Zoll oder sowas. Und die repräsentieren ja so ein bisschen das Ego. Ich würde sagen, so 12 Zoll, 11 Zoll oder sowas würde mir schon genügen. Was muss ich hier machen? Klicke ich hier mal drauf? Okay, krass. Kann sich den jetzt echt selbst zusammenbauen. Wirklich interessant. Warmes Braun. Naturgrau, Honigbraun. Ich würde eins von den Brautönen nehmen. Das passt irgendwie besser zu mir. Ich könnte sogar das, glaube ich, sogar das warme Braun irgendwie am schönsten. So, was haben wir hier? Kerbe. Klassisch. Sanfte Spirale. Finde ich schon cool. Wirklich interessant. Nochmal eine richtige Spirale. Honigbaum. Der sieht auch cool aus. Dann Ringe. Dunkelbraun. Oh, der sieht cool aus. Faszinierend. Krummspirale. Der sieht ein bisschen düsterer aus. Aber da sind auch immer die Farben dann direkt geändert worden, oder? Wirklich interessant. Ja, ist der. Blassbraun. Obwohl, da finde ich tatsächlich den dunkelsten hier echt ganz hübsch. Und was ist das hier noch? Ah ja, die Zolllänge. Faszinierend. Lorbeer, aber die Länge ändert sich dadurch jetzt nicht. Oder ist es erst das hier? Wirklich, das ist die Länge. Ah, oh ja, jetzt okay, erkenne ich den Aufbau. Okay, Holzart. Akazie, Erle, Apfel, Esche, Espe, Buche, Schwarzdorn, schwarze Walnuss, Zeder, Kirsche, Kastanie, Zypresse, Hornstrauch, Ebenholz, Holunder, Ulme, Sommereiche, Tanne, Weißdorn, Haselnuss, Stechpalme. Hallo, Herr Ollivander, können Sie bitte die Schnauze halten? Ein Buchenhecke, Lärche, Lorbeer, Ahorn, Birne, Kiefer, Pappel, Roteiche, Rotholz, Eber, Esche, Silberlinde, Fichte, Bergerhorn, Weinrebe, Walnuss, Weide und Eibe. Ja, jetzt könnte man sich natürlich jetzt stundenlang mit solchen Baumarten auseinandersetzen und was da so hintersteht. Ich hatte jetzt gerade zum Schluss nochmal die Weide gesehen und ich finde Weiden sehr, sehr hübsch. Deswegen würde ich jetzt spontan auf die Weide gehen. So, Zolllänge, ja, siehst du, guck mal. Das längste, was wir nehmen können, ist so 4,5 Zoll. Das ist schon so richtig pompös. Ist jetzt noch nicht so ganz groß wie der von Lucius Malfoy, aber der hat auch den längsten und dicksten. Und ich rede hier von seinem Zauberstab. 12,5 Zoll, jetzt wird's ausgeschrieben. Ach, macht man auch so, ne? Ab 13 schreibt man nicht mehr aus. Weil es halt, keine Ahnung. Das kann man halt noch schreiben. 13 nicht mehr. Da beginnen wir halt bei den. Ja, keine Ahnung, wie man die Zahlen dann nennt. Bei den anderen Zahlen halt. Die kein eigenes Wort mehr haben. Obwohl es gibt ja immer noch sowas wie 50, ne, und 20. Aber naja. Gehen wir mal auf so einen schönen. Ja, obwohl, ich möchte. Mittendrin passt, glaube ich, bei mir aber auch wohl. Wir machen mal schön auf 12 Zoll. Flexibilität, steif, solide. Okay, warte, ich möchte ganz links anfangen. Sehr biegsam, recht biegsam. Okay, flexibel. Ah, okay. Und das Ganze wird dann richtig unnachgiebig. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, für was das steht. Ob der weich ist oder hart. Wirklich interessant. Unnachgiebig. Starr, steif, solide. Das hab ich gerade echt nicht mehr im Kopf, wofür das nochmal so steht. Was für eine Flexibilität und so weiter das haben muss. Ich glaube, ich gucke mir das erst noch mal kurz an. Einen Moment. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gelesen. Also die Länge ist tatsächlich nicht nur also das Ego, ob du schüchtern bist oder ob du nur ein großes Ego und so weiter hast, sondern auch ein bisschen von der Größe abhängig. Ich würde das jetzt einfach mal bisschen auf mich beziehen und nicht nur auf den Charakter in-game. Der in-game-Charakter, da konnten wir ja keine Größe auswählen.
Ich persönlich bin halt 1,98 groß, deswegen würde ich jetzt einfach mal hier noch irgendwie einen Zoll oben drauflegen. Und ich habe gerade noch etwas Lustiges gelesen. 13 soll wohl so eine Pechzahl sein. 13 Zoll, glaube ich, hatte nämlich zum Beispiel Lord Voldemort. Dass bei denen irgendwie so, keine Ahnung, das ist die Tendenz da irgendwie höher, dass du ein dunkler Zauberer wirst oder sowas, falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall bei mir, aber Pechzahl und 13, naja, keine Ahnung, ich bin am Freitag den 13. geboren, also würde ich sagen, räumen wir das Klischee doch mal ein bisschen auf, schauen wir mal, wie viel Pech ich noch haben werde in diesem Spiel. So, Flexibilität habe ich auch durchgelesen, das besagt so viel wie, ja, ob du eher stur bist, dann machst du eher hart, oder ob du auf deine Meinung änderst, dann machst du eher weich, sowas in der Richtung ist das. Ich weiß nicht, ich würde sagen, nicht, dass ich oft meine Meinung ändere, sondern nur dann, wenn ich des Besseren belehrt werde. Ich habe kein Problem, meine Meinung zu ändern. Wie gesagt, wenn ich des Besseren belehrt werde. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich eher in die Richtung von Sturheit gehe, als in die Richtung von, ich wechsle meine Meinung, so wie meine Unterhose oder sowas. Deswegen würde ich jetzt irgendwie so leicht rechts gehen. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Von daher, keine Ahnung, elastisch, spröde, hart, solide, steif, unnachgiebig. Was hört sich denn gut an? Hart, spröde, elastisch. Elastisch hört sich, glaube ich, gut an. Das, glaube ich, passt. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich noch den Kern, ne? Drachenherzfaser, Einhornhaar und Phönixfeder. Okay, ich weiß, dass Harry hatte Phönixfeder. Das ist aber, glaube ich, das Seltenste oder sowas. Bei Einhornhaar weiß ich gerade gar nicht, aber das steht da unten. Hey, das Spiel erklärt uns mal was. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Ja, aber auch schwer zu bändigen ist, soweit ich weiß. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Okay, also so ein bisschen das Mittelding halt. Und die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Hört sich eigentlich ganz cool an. Ich glaube, ich würde sogar den Phönix nehmen. Ich glaube, der passt so best, glaube ich, sogar zu mir. Ich finde es ein bisschen lame. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Weil das halt eigentlich ein seltener Kern ist und den halt Voldemort und Harry auch schon hatten. Aber du, ne... Eigentlich hatte ich Bock auf so ein Drachenherz. So richtig mächtige Sachen, aber das ist, es passt schon echt zu mir. Eher so ein Phönixfeder-Ding zu nehmen. Wahrscheinlich passt sogar Einhornhaar ziemlich gut. Aber wir machen jetzt mal das hier und kaufen uns den. Darf ich jetzt kaufen? Hallo? Dankeschön. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay, cool, cool, cool. Hat er wieder so ein Glowy. Hallo? Was passiert hier? Wo ist denn... Ah, da ist er. Okay, der wollte sich genau da hinstellen, wo ich stand. Unhöflich. Interessante Frise hat er. Habe ich mir gerade schon gedacht, so, was sind das denn für Haare mitten auf dem Kopf noch? Die wollte er wohl nicht abschneiden. Da hat er gesagt, ne, die bleiben. Da, wo doch Haare wächst, das bleibt. Und das wird sich hier nicht geändert. So, jetzt haben wir einen Zauberstab. Ich frage mich, ob der irgendwie wirklich irgendwas ausmacht. Ob die wirklich damit stärkere Zauber wirken können.
Keine Ahnung. Oder eine höhere Bandbreite jetzt an Zaubern. Wir hatten doch noch einen Zauberumhang. Einen normalen Umhang bekommen. Den will ich mir auch gerne nochmal angucken. Der ist aber grün, aber genauso stark anscheinend. Keine Eigenschaften angewandt. Eigenschaftsplatzstufe 1. Also da kann man anscheinend noch was reinsetzen. Hier haben wir einen weißen. Okay, das ist einfach der nochmal in weiß. Wir bleiben bei dem braunen. Der scheint ja auch ein bisschen besser zu sein, weil der irgendwie so einen Slot hat, den wir doch nicht nutzen können. Aber egal. Vielleicht müssen wir dazu so einen Schneider oder so. Ich muss hinten im Hintergrund noch eben kurz den Browser wieder schließen. So, erledigt. Und hier gießt es auch schon, während es leicht regnet. Okay, wir wollen ja natürlich, ne, die beste Voraussetzung dafür schaffen, dass es hier leckfrei läuft. Und nicht, dass der Browser jetzt auch noch ein bisschen Leistung zieht. So, wir sind jetzt bei Ollivanders gewesen. Hier vorne gab es aber noch eine Abbiegung. Da würde ich jetzt als erstes gern rein. Hier kann man nicht rein, ne, genau. Alle dicke Schlösser davor. Da ist auch ein Schloss davor. Da ist auch ein Schloss vor. Das ist hier oben. Der hat nicht nur Schlösser, der hat eine komplette Gittertür. Ist klar, Junge, beruhig dich. So krass muss es jetzt auch nicht machen. Auch ein Schloss. So, was ist das hier? Ich kann es nicht... Think of the Students? Oder sowas? Hogwarts Worst Housemaster? Okay, der... Dafür, dass du dir den Zauberstab an den Hals hältst, redest du recht leise. Aber solltest du eigentlich lauter sein. Oh, hier können wir lang. Auf geht's nach Hogsmeade. Ah, erwischt. Hogsmeade 1 von 8. Wieso 1 von 8? Wir haben doch schon eine zweite. Oder war das jetzt eine andere Art von Buch? Gibt es verschiedene Arten von Büchern? Ich denke, ich werde sowieso nochmal irgendwie dann lang gehen müssen. Wahrscheinlich werde ich sogar viele so Collectibles offscreen machen. Das nicht alles ins Let's Play packen, so wie ich mich kenne, cutte ich dann sowas dann doch eher raus. Weil, keine Ahnung, das Gröbste, was ich so mitkriege, während wir zocken, zusammen, nehme ich natürlich mit. Zack. Ich habe geholfen, kriege ich Geld. Eine Galeone würde auch mir schon genügen, Hauptsache irgendeine Belohnung. Okay, so, was haben wir denn da vorne? Oxhead. Das sieht so geil ulkig aus, wenn diese ganzen Häuser so schräg und, keine Ahnung, komisch gebaut sind. Man wirkt so richtig, man ist in einer Fantasy-World. So, was haben wir hier? Achso, wieder einen Apfel zu snacken. Habe ich schon ganz vergessen, dass wir überall snacken, dass das Zeug hält. So, ah doch, man kann hier rein. Ah, das ist die Kneipe. Wenn mich nicht... Naja, aber ist das der Honigtopf denn? Ne, es gab doch zwei, ne? Einmal die gute Kneipe und einmal die schlechte Kneipe. Und ich glaube, hier treffen sich dann die Leute später in Orden des Phönix. Mal gucken, was hier hinten noch so ist. Eine Schatztruhe, sehr gut. Und eine interessante Statue. Majestätischer Schulumhang. Kann ich das haben? Rebellion. Velio. Oh mein Gott. Damit können wir Schatztruhen auch sehen. Schaut euch das mal an. Ein paar Nüsse nehme ich mir mal, ne? Dankeschön. Sehr umsonst. Das Bier nehme ich mir auch mal, ne? Ich bezahle auch nicht dafür. So wie es sich gehört. Und was ist das? Da ist nichts drin. Also das hier ist, glaube ich, so ein bisschen die Absteige. So, jetzt nochmal aufdecken. Wieso sehe ich das jetzt nicht mehr? Doch, da. Dahinter. Da ist eine Schatztruhe. Ich hoffe mal, die ist außerhalb. Ja, ist sie. Zack. Aber die können wir nicht öffnen. Was bist du denn? Rebellion. Siehst interessant aus, aber ich kann nichts mit dir machen. Kann zumindest nicht mit interagieren. Das müssen wir dann also ein späteres Mal machen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, oder nach Rom, ne? Wie man möchte. So, dann haben wir hier so einen kleinen Garten. Da möchte ich gerne mal hin. Kohlköpfe. Meine Kohlköpfe. Nein, bitte hier hochgehen. Ein paar Radieschen, wenn ich das richtig sehe. Aber richtig dicke Radieschen.
Ich esse super selten Radieschen, nur in so, weiß ich, habe nur ein, zwei Gerichte, also Salate, wenn überhaupt. Okay, das habe ich jetzt freigeschaltet. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay. Sehr schön, hat gute Reichweite. Handbücher 2 von 8 mittlerweile. Also hier sind noch einige. Man muss echt gründlich sein. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Mann, diese ganzen Schatzungen können wir nicht öffnen. Jetzt finde ich die alle. Aber die werde ich doch nicht wiederfinden. Obwohl, wenn man sowas macht, dann findet man die vielleicht doch immer mal wieder. Dann findet man auch sowas. Geometrischer Hausumhang. Okay. Neues, neues, neues. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Steg. Ich weiß nicht, ob man irgendwann noch mal angeln kann. Das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, auch wenn das vorhin mal in einer Stelle so aussah. Angeln sehe ich in diesem Spiel jetzt nicht wirklich. Sechseckige Brille mit goldenem Gestell. Momentchen mal. Eine neue Brille. Ich glaube nicht, dass sie mir gefällt. Aber wir können uns sie ja trotzdem mal angucken. Vor allem bringt die viel mehr Verteidigung. Das ist aber nicht so gut, weil ich möchte gerne ja trotzdem so aussehen, wie ich aussehe. Eigentlich sollte eine Brille kein richtiger Ausrüstungsgegenstand sein, oder? Finde ich zumindest. 6 Verteidigung, darauf würde ich eher verzichten. Ich würde lieber meine runde Brille behalten wollen. Wenn es vielleicht irgendwann sowas wie Transmog gibt, wäre cool. Aber ansonsten... So, jetzt haben wir aber hier Offensive... 3 und hier haben wir 4. Das ist also der schlechtere. Sieht aber auch sau edel aus. Aber der ist der beste. Und der sieht wieder ganz schlicht aus. Der sieht so aus wie der hier, ne? Der hat nur ein bisschen goldenen Stuff mehr. Aber der ist der beste von allen. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde den eigentlich ganz cool, wenn wir mal ein bisschen anders aussehen. Aber naja, wir haben zumindest etwas, womit wir anders aussehen. Kopfbekleidung. Da haben wir leider noch nichts. So einen richtigen Zauberhut fände ich auch cool. So, muss erstmal die Welt wieder laden, ne? Gibt's einen kleinen Lag hinterher. Aber dafür sieht das alles trotzdem noch fantastisch aus, muss ich schon sagen. Oh, wow, was ist das denn? So eine Art kleines Gewächshaus, wie cool. Sieht so fantastisch aus, muss ich sagen, ne? Echt Hammer. Echt, echt Hammer, das Game. Also gibt mir gute Feelings und so weiter. Das Einzige ist und bleibt nur die Performance, die noch ein bisschen nervt. Okay, hier gibt es richtig viel. Oh, kleine Zieglein, hallo. Na, ihr? Kann man euch nicht streicheln, warum nicht? Warum kann man Katzen streicheln, aber keine Ziegen? Hallo? Diskriminierung. Oh, guten Tag. Was haben wir hier? 6 Galleonen abgezogen. Hey, Timothy Teasdale. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Das ist ja interessant, dass Pippin sogar bei ihm einkauft. Sie suchen was Neues. Frag mich, ob Mary dann auch hier manchmal vorbeikommt mit ihm. Diptam-Samen. Schaltet die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Jo, geil, kauf ich mir. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, und ich sehe Wucherpreise, Junge. Malvenkrautsamen wäre das Einzige, was ich mir leisten könnte. Kosten 200, aber das wäre auch alles, was ich habe. Zutaten. Okay. Das ist einfach die Zutaten und hier steht ein bisschen mehr Diptam-Blätter. Aufgrund ihrer heilenden Eigenschaften sind die Blätter ein wichtiger Bestandteil des Mega-Power-Tranks. Diptam-Samen können bei die magische Rübe erworben werden und in Töpfen jeglicher Größe gepflanzt werden.
biegsame, Flussgrasstamm, so heißt es. Biegsame Stängel, die für den Fokustrank verwendet werden. Flussgrassamen können, okay, das ist immer das gleiche. Knöterichzweig, Zweige, die für den Unsichtbarkeitstrank verwendet werden. Und Blätter des Malvenkrauts, magische Blätter zum Öffnen der Prüfung Merlins. Okay, interessant. Frucht der Schrumpelfeige, ja. Die robuste Knolle ist eine wichtige Zutat für Donnergebräu. Was auch immer das alles ist. Und hier können wir nur wieder verkaufen. Wir können tatsächlich auch wohl verkaufen, weil wir brauchen den ganzen Shit ja nicht. Die Brille würde ich noch aufbewahren, falls ich da nochmal die ausrüsten muss oder möchte. Den Rest können wir tatsächlich verkaufen. Gibt es auch richtig gut Kohle dafür. Also lohnt sich hier, sich genau umzusehen. 460, guck mal, jetzt könnten wir rein theoretisch wirklich was kaufen. Was ist das eigentlich? Dünger. Ah ja. Aber das lasse ich trotzdem mal. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Wollte erst du das machen und dann haben wir es. Ja genau, die magische Rüben... Nee, gerade immer nicht. Der Rübe schon mal Rübenkarren. Kann ich lesen. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor den Laden mit Kunden zu unterhalten. Also ich habe mich gerade so gefragt, der möchte draußen sein, damit er alles mitbekommt. Aber er ist doch sehr abseits von allem. Ich weiß nicht, ob er hier draußen mehr mitbekommt, als würde, wenn er innen drin sitzen würde. Vielleicht minimal mehr. Zumindest wenn etwas vor seinem Laden abgeht. So, ich gucke noch mal ganz kurz hier hinten. Und dann gucken wir auch mal rein. Kann ich da hochklettern? Anscheinend nicht, schade. Weil da oben würde ich doch ganz gerne mal hin. Vielleicht kommen wir ja noch mal in sein Haus rein. Was sie nicht so aussieht. Oh mein Gott, du kommst gar nicht mehr rein. Das war eine feige Ausrede. Du musst hier draußen verkaufen, weil du nicht reinkommst. So sieht's nämlich aus. Alter. Groß Hogsmeade einfach ist. Ich meine, macht Sinn. Ist ja die einzige Zaubererstadt in ganz England. Von daher ist es eigentlich sogar recht klein. Sonst müssten die alle Leute in Zauberer sonst in Muggelstädten leben. Guten Tag, guten Tag. Was kann man hiermit machen? Oh, wir können es schneiden. Wie gut ist das denn? Perfekt. So, hier haben wir den Port gehabt. Ja, ja, du mich auch. So, Pippins Potions. Ah ja, guck mal. Der Herr Pippin, der kommt nämlich auch mal da hinten drüben hin. Das Geld nehmen wir mit. Okay. Der hat anscheinend den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Willkommen bei J. Pippin. Ja, Jay Pippins. Sau cool aus. Ganz, ganz viele verschiedene Potions. Ja, auch so ein... Ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das eine Art Fenster? Sau viele komische Kreise. Ein paar Kräuter. Kommt mir sehr bekannt vor. Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Das Bild oben links. Woher kenne ich sowas? Solche Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob das aus dem Harry Potter Universe, ob ich das da erkenne. Uporote Quidditch-Handschuhe. Cool. Direkt mal vielleicht anlegen. Ganz viele neue Sachen. Ja, sehr gut. Offensive. Direkt mal höher. Ich weiß noch nicht genau, was mir uns die Werte bringen. Wahrscheinlich Angriffskrafterhöhung und Verteidigung und so weiter. Aber cool. Ja, rüsten wir direkt mal aus. Ja, das sind eindeutige Quidditch-Handschuhe. Sind so ein bisschen weird, wenn wir die im Alltag tragen. Aber egal. Das geht auf jeden Fall noch. So, deine Offensive bestimmt, wie effektiv du daran bist, Gegner anzugreifen und ihnen Schaden zuzufügen. Deine Verteidigung bestimmt, wie gut du blockst und ankommende Zaubersprüche und Angriffe abwehrst. Und dein Wohlergehen und Status ist die Gesundheit, selbstverständlich. Wer hätte es anders gedacht? So, reden wir mal mit Jay Pippin. Hallo. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten.
Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Ja, gerne. Wie kann ich heute behilflich sein? Alles klar, so der nächste Laden. Also das ist gar nicht J. Pippin, das ist anscheinend sein Großvater. Und der Typ hier heißt irgendwas mit P. Pippin oder so. Rezept Edoros-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Geil, geil. Ein Rezept für einen Heiltrank. Der Mega-Power-Trank. Okay, cool. Frag mich, ob wir die Sachen... Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ja, danke schön. Ich frage mich, ob wir die Sachen wirklich alles nur für also Mrs. Weasley kaufen. Alles. Ich gehe besser und suche Nutty. Ja, machen wir gleich. Oder ob wir die dann auch später geschenkt bekommen. So, dann haben wir hier Eier einer Aschwinderin. Ich wollte erst Arschwinderin sagen, aber so steht das nicht da. Ein Gelege von ihnen erfüllt sich heiß an und ist eine Zutat für den Edoros-Trank. Aschwinderinnen steigen aus der sterbenden Glut magischen Feuer und schlüpfen dann in dunklen Ecken, um ihre Eier abzulegen. Obwohl sie normalerweise in Behausungen zu finden sind, scheinen einige von ihnen verlassene Lagerfeuer entstiegen zu sein und Gelege in nahegelegenen Felsengebieten hinterlassen zu haben. Ja, das scheint von irgendwelchen Feuerkreaturen zu sein. Sumpfrattlerzunge, ein Organ, das aus dem Maul von Sumpfkrattlern gesammelt wird. Diese Zutat wird für den Fokustrank verwendet. Dann haben wir hier Horklumpsaft, ja. Kleine Kreaturen, wie die wie Pilze aussehen. Ihr Saft wird Mega Power Trank genutzt. Sie verstecken sich zumeist unter der Erde. Dann Florfliegen, die kennen wir schon. Zarte Flügel, die für den Fokustrank verwendet werden. Man findet sie meist auf offenen Feldern. Die Haupten, ja, das kennen wir auch schon. Blutegelsaft kennen wir auch schon. Spinnenfangzahn. Von Spinnen gesammelte Fangzähne. Das Restgift ist ein wichtiger Bestandteil des Maxima-Tranks. Auch der Toten. Von Inferi gesammelte Essenz. Zutat für Donnergebräu. War Hauch der Toten nicht auch irgendwas, was im sechsten Teil gebraucht wurde? Irgendwie sowas. Irgendwas mit der Toten oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Trollpopel. Geil. Dickflüssiger Schleim von Trollen. Ja, ihr umschreibt es aber auch nett. Der Schleim wird als Verdickungsmittel für Unsichtbarkeitstränke verwendet. Alter, ich möchte das nicht trinken, Leute. Das ist mega widerlich. Straßenkröterfell. Fellbüschel, die von Furcht erregen und Straßenkötern gesammelt wurde. Werden die Zutat für den Edoros-Trank verwendet. Interesting. Kampfwerkzeuge. Fokustrank, Donnergebräu, Edoros-Trank. Okay, das sind die ganzen Tränke. Es reduziert die Ablenkzeit für Zaubersprüche des Trinkenden, erzeugt den Trinkenden herum einen Sturm, der nahe Gegner betäubt und verletzt. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er dauerhaft Steinhaut bedeckt wird. Der Trinkende wird sofort unsichtbar für alle Gegner und ist dann eine Zeit lang nicht mehr wahrnehmbar. Ich frage mich, ob das wirklich nur für einen Kampf gedacht ist oder ob wir damit auch in Hogwarts in irgendwie die verbotene Abteilung schleichen können zum Beispiel. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit, hilft bei der Heilung und stellt ein wenig besondere Gesundheit des Trinkenden wieder her. Ja, auch solche Mega-Power-Trinke und so weiter, die würde ich gern schon haben, aber kaufen, naja, noch nicht wirklich. Dafür reicht mir mein Geld auch noch nicht aus. Also da würde ich gern mein Geld hier in bessere Sachen investieren. Jo, bis bald. Ich bleibe aber noch kurz und guck mir den Rest des Ladens an. Hier hat auch auf jeden Fall Kessel gestapelt. Da ist nochmal diese
Kurze kleine Notiz. Das sieht cool aus. Aber wie heißt denn sowas nochmal? Ich hab's schon wieder ganz vergessen. Es gibt eine Bezeichnung für solche Geräte, die mega aufwendig kompliziert sind. Oh, was haben wir denn hier? J. Pippins Zaubertränke. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Jo, alles klar, wissen wir wieder was Bescheid. Und zwar, dass irgendwas komplett Sinnloses damit passiert. Also ein großer Aufwand, sieht halt spektakulär aus, ist aber total sinnlos. Wird viel zu viel Energieverbrauch zum Beispiel. Aber das passt halt mega gut in Hogwarts rein. Und sowas sieht man hier und da tatsächlich auch in den Filmen. Ganz viele Kräuter. Finde ich aber super, super gut. Also passt halt super in die Welt rein. Guten Tag, auch schöner Zylinder. Okay, der hantiert damit weiter rum. Den hole ich mir. Immer schön Ausschau halten nach solchen Sachen. So, warum haben wir da einen Schleifstein? Kann ich da was machen? Einmal die Axt nehmen. Schleif, schleif, schleif. Sehr gut. So, das sind einfach nochmal geschlossene Türen. Das sieht noch specialig aus. Hier das vorne, das Haus. Das könnte tatsächlich jetzt ein tropfender Kessel. Zonkos Scherzartikel laden. Ach so. Das ist der. Das hatte ich ja da vorne irgendwo vermutet, bei dem Laden, genau. Aber naja, hier, guck mal, daneben ist der. Jetzt habe ich den Namen nur noch im Kopf. The Butterbeer. Delicious Butterbeer. Wie heißt das Ding denn nochmal? Three Room Ticks. Serving the Innes Butterbeer. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Zonkos Scherzartikelladen. Ich glaube, der Laden war so lange aktiv, bis Fred und George den Laden aufgemacht haben und den ersetzt haben. Weil das ist ja irgendwie für mich dasselbe. Ah. Ein paar Luftballons. Da steht, glaube ich, Zonkos sogar drauf, oder? Bin ich ganz sicher. Was haben wir hier? Hallo, ein Clown. Ich mag keine Clowns. Aber ich kriege, ich weiß ich nicht. Was ist das da? Woran hängt denn der? Achso, da ist ein Luftballon einfach dran. Ein paar Einhörner. Warum ist hier eigentlich kein Typ hier zum Bedienen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erinnerung daran mehr. Ich glaube, der kommt im dritten Teil oder beziehungsweise im dritten Buch zumindest vor. Aber könnte es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ist schon zu lange her, manche Sachen. Tempest in a Bottle. In a Bottle. So, nicht Bottle, sondern Bottle. Ein fetter Sturm oder so. Also ich weiß nicht, was genau. Also Tempest müsste irgendwas so in der Richtung Sturm bedeuten. A Boxing Telescope. Wow. Alter, er gibt seinen Freund zum Teleskop. Guck mal rein. Kriegst ein blaues Auge. Bitteschön. Schon arschig. Don't push. Ich habe gepusht. Ups. Ich habe erst den Knopf gedrückt und dann gelesen. Das ist immer das Beste, ne? Genau so macht man das. So, was haben wir hier? Bewildering and of Mystery. Okay, ich habe keine Ahnung. Hui. Ganz viel Konfetti. Mach mal die Scheiße wieder zu. Dankeschön. Und hier ist aber nichts Besonderes. Ja, das ist halt eher was für kleine Kinders, ne? Ich bin im fünften Jahr, ich bin schon erwachsen. Ich habe keinen Spaß mehr im Leben. Oh, sowas ist cool. Bin eigentlich nicht mehr so für Silvester zu haben. Denk dann immer eher nur an die Tiere und denk so, können wir das nicht lassen? Aber sieht halt hübsch aus, ne? Also wenn das man aufs Minimum reduzieren würde, dann hätte ich auch kein Problem mehr. So, the three boomsticks. Die drei Besen. Genau, das war das. Broomsticks heißt Besen. Die drei Besen, so hieß der Laden auch. Jetzt weiß ich es wieder. Die drei Besen oder so. Ich weiß gar nicht, ob das
Ich meine, im Deutschen hieß das die drei Besen. Vielleicht hat das noch einen größeren Namen. Nicht nur die drei Besen, sondern die drei... Keine Ahnung, Besen. Irgendwas darüber. So, hier oben kann man sich hinsetzen. Oh, da kann man noch weiter. Aber richtig weit nach oben. Wie cool. Dann gucken wir uns das hier mal an. Hier gibt es auf jeden Fall Butterbier. Hier ist ein Fenster recht schief gebaut, aber so kennen wir es ja. Hier ist das alles so richtig schief. Voll gut. Und da gibt es eine Schatztruhe. Sechseckige Brille mit goldenem Gestell. Ja, sechseckige Brillen sind nicht meins, sorry. Ich brauche runde Brillen. Kann man das bekommen? Das ist halt irgendwas... Oder es ist draußen. Aber es ist tatsächlich, das ist draußen. Dass ich da gerade gar nicht rankomme. Wir gehen noch weiter nach oben. Guck mal, was hier oben noch so ist. Eine Tür, die verschlossen ist. Willst du mich verarschen? Oh, jetzt muss ich hier komplett wieder runterlaufen. Ja, irgendwann werden wir da mal hingehen. Aber anscheinend nicht mehr heute. Dazu müssen wir erstmal Hallo Mora oder sowas lernen, um die Türen aufzumachen. Aber hier kann man raus. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir hier raus können. Wir sind wieder auf der Straße. Ah, okay. Einfach gegenüber. Da bin ich gerade... Stand ich ja hier schon mal kurz. Sehe ich jetzt das Ding? Ja. Perfekt. Artbuchseiten. 6 von 8. Guck mal, wir haben fast alle. Aber es gab dann 2 Collectibles. Wieso darf ich hier nicht runter? Was ist hier los? Warum wird das denn geblockt? Okay, ich durfte aber springen. Das scheint dann einfach nur ein kleiner Bug zu sein, dass der da nicht akzeptiert, dass da eine Treppe ist. Da diese erste Stufe ist für ihn anscheinend eher so eine Kante oder so. Wo dann gesagt wird, halt stopp, Zauberer. Hier darfst du nicht weiter, sonst fällst du in den Tod. Aber nein, keine Sorge, Leute. Da ist eine Treppe. Hier können wir nochmal ein bisschen schneiden. Ich glaube nicht. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Okay, so... Die drei Besen. Ich hätte gern ein Butterbier. Hallo, Bedienung. Hier hinten können wir uns einen verstaubten Apfel nehmen. Nee, gar nicht. Das ist ein Muffin. Geil. Den gönnen wir uns. Was haben wir denn hier für Bilder? Was ist das links denn? Ich erkenne das gar nicht. Das ist irgendwie ein Typ, der mit so einer Kugel geschmust. Sieht ein bisschen aus wie so ein Golfball oder ein Mond vielleicht, der mit Schokoguss überzogen wurde. Und der liebt diesen Ball. Keine Ahnung. Aber wir haben da auch irgendwie die Familie von den drei Besen anscheinend. Aber das sieht auch sehr cool aus. Oder es ist eher die drei Besen, wo die dann im 5. Teil waren. Wenn ich sowas noch wissen würde, ne? Dann wären wir jetzt alle klüger. Alles gefährliches Halbwissen hier, was ich hier verbreite im Let's Play. Achso, ich habe Nüsse gesnackt. Ich dachte, ich könnte hier... Oh, wir können uns hier ein Bier nehmen. Schön besaufen. Immer besaufen, Junge. Krieg ich ein Achievement dafür, dass ich irgendwie mit jedem Bier interagiert habe in diesem Spiel. Obwohl, ich glaube, ich habe irgendwo schon mal eins ausgelassen. So, da war Ollivanders. Da war das. Honeydukes. Honigtopf gab es nämlich auch noch. Genau. Bingle und Blatch. Was ist das denn? Ach doch, ich kann hier rein. Lädt das dann immer noch mal kurz? Weil da war ja ganz kurz so ein Zauberer-Ding. Okay, hier geht es irgendwie um Kreaturen. Da ist ein Pferd, da sind Hörner. Und so ein, vielleicht ein Satyr oder sowas. Und ein Skelett davon. Können wir doch mal ein bisschen besser entfachen. Hier können wir uns Tee nehmen. Als Ausgleich für das ganze Alkohol, was wir uns reinschütten. Was haben wir hier? Nochmal 5 Galeonen. Aber hier ist niemand drin. Der Laden ist leider verlassen. Also können wir uns auch nichts kaufen. Vielleicht kommt ja hier nochmal irgendjemand rein und dann kann man sich hier später was kaufen. Who knows? Hier haben wir wieder einen Port. Süd Hogsmeade.